Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei unseren beiden Ermittlern am Hafen. Es hat sich inzwischen bestätigt, was sich angedeutet hat, nämlich, dass wir nicht auf dem normalen Wege einfach durchs Hafentor spazieren können, um in den Hafen zu gelangen, ohne zumindest an so einem Schlägertypen namens Schädelmesser vorbeizugehen. Nun gut, wir kennen ja auch einen Hintereingang, einen Geheimweg von Kuno. Darauf werden wir sicher nochmal zurückkommen. Wir müssen bloß diese Geschicklichkeit oder so, was das war, nochmal steigern und dann die Hosen und die Schuhe ausziehen, dann könnte das besser klappen. Wir werden uns hier aber noch ein bisschen umschauen am Hafentor, vielleicht auch mit Schädelmesser reden, aber vorher will ich was anderes machen. Und zwar, wir haben ja diesen Heimweg-Gedanken jetzt zu Ende gedacht und ich will mal irgendwo hingehen, wo es ein bisschen leiser ist. Mir ist es da am Hafen bei den Streikbrechern ein bisschen zu laut. Und das hatte uns ja ein Malus gebracht, wenn ich mich recht entsinne, auf eine Prüfung, die ich noch nicht gemacht habe. Nämlich, da geht es um dies hier. Wartet mal kurz. Halt, vorher müssen wir was anderes machen. Vorher müssen wir kurz die Gartenhandschuhe anlegen, denn jetzt geht es um Mechanik. Und zwar ging es um das Fallbuch und das Geheimfach dorthin. Und das will ich jetzt mal angehen. Hier, Mechanik. Und wir sehen aber, es ist immer noch -1 langsamer oder langer einsamer Heimweg. Das heißt, obwohl wir diesen Gedanken durchdacht haben, hat sich daran nichts verändert. Ich vermute mal, allein die Tatsache, dass wir ihn im Gedankenkabinett haben, führt zu diesem Malus. Ich will ihn aber jetzt nicht rausnehmen, das kostet auch einen Fertigkeitspunkt. Deswegen versuchen wir es einfach mal mit 58% dieses Geheimfach jetzt im Klemmbrett zu öffnen. Schauen wir mal, ob das ganz erfolgreich ist. Und es ist erfolgreich, sehr schön. Die beiden Seiten des Brettes erscheinen leicht versetzt, wie eine Schublade, die sich aus den Schienen gelöst hat. Wenn du das Plastikteil langsam auf deinem Knie verbiegst, dann rasten die Schienen wieder ein. Es sollte jetzt möglich sein, einfach, du weißt schon. Ja, okay, wir schieben das Fach auf. Ohne Widerstand und völlig geräuschlos bewegen sich die beiden Schiebeplatten gegeneinander. Das Fach ist jetzt offen. Was ist drin? Zwei entwertete Tickets und eine handgemachte Postkarte. Okay, ich hatte ja wirklich gehofft, dass unser Dienstausweis dort zu finden ist, aber diese Hoffnung scheint sich nicht zu erfüllen. Wir nehmen mal die entwerteten Tickets. Auf den Farbstiftzeichnungen bewegen zwei lächelnde Kraken ihre Tentakel aufeinander zu. Die Eintrittskarten berechtigen zum Eintritt in einen Zoo in Riverscholl Ost. Das Aquarium kostet zwar extra, doch mit diesen Tickets hat man auch Zugang dazu. Aber sie sind entwertet. Also wirklich nicht von Wert. Es scheint eher eine persönliche Erinnerung zu sein. Darauf weist auch diese Postkarte hin, die wir nun in die Hand nehmen. Dünnes Wachspapier, das auf ein Stück Karton geklebt wurde, hört sich an wie das Rascheln von Blättern, als du es aufnimmst. Du siehst violette Blumen, Blumenmuster und Klebeflecken. Okay, wir riechen mal daran. Es riecht nach Kaugummi mit Aprikosengeschmack. Ein Hauch von Zimt, das Ende des Sommers. Auf dem Etikett steht wohl Tutti Frutti. Okay, wir öffnen sie, die Postkarten. Ist die eingewickelt, die Postkarte? Eine vertraute, feminine Handschrift füllt das Innere der Karte aus. Geschlungene, runde Buchstaben. Visuelles Kalkül meldet sich. Eine junge Frau in den 20ern. Du erkennst Fürsorge, Fleiß und ein Lächeln, obwohl das nichts ist, was man aus jemandes Handschrift herauslesen könnte. Die Karte beginnt mit Harry. Oh mein Gott, wir heißen Harry. Du liest sie bereits. Ich wollte dir einen Brief schreiben, damit du ihn lesen kannst, wenn du aufwachst. Vielleicht macht dich das glücklich. Willenskraft? Wirf sie weg, bitte. Aber sie würden mich glücklich machen. Von der Bucht von Riverscholl weht ein barmherziger Wind herein, der den Boden zu deinen Füßen mit Staub bedeckt und herumliegende Zeitungen aufwirbelt. Du spürst, wie die Karte in seinen Sog gerät. Nein, ich will sie lesen. Du hältst sie fest. Du liest die Karte. Deine Hände... Oh, es wird dunkel.
Habe ich eben nur das Gefühl gehabt oder ist es dunkler geworden? Deine Hände zittern, als du sie festhältst. Jeden Morgen, wenn ich beim Aufstehen merke, dass du hinter mir liegst und schläfst, entdecke ich ein kleines bisschen Traurigkeit in mir. Ich trage sie in meiner Brust mit mir, wenn ich die Voyager Road hinuntergehe. Das wissen wir, das ist die Straße, in der wir früher gewohnt haben. Wie lang liegt dieses Früher wohl zurück? Mit jedem Schritt, den ich mache, wächst sie. Also das steht jetzt auf der Karte. Sobald ich die Tankstelle erreiche, füllt die Traurigkeit mich bereits vollkommen aus. Ich steige in die Straßenbahn und blicke zurück. Funken fallen vom Stromabnehmer. Ich weiß, dass es mir bis in den späten Nachmittag so gehen wird, bis ich aus der 42 aussteige und zu dir zurücklaufe. Wir lesen weiter. Zu dir, immer zu dir. Mit jedem Schritt, den ich mache, fühle ich mich leichter. Fast möchte ich rennen. Manchmal tue ich das. Ich kann nicht glauben, dass ich dir begegnet bin. Ich kann das Glück nicht fassen, das ich empfinde, wenn ich mit dir zusammen bin. Du hast eine absolut unergründliche Seele und ich werde immer, immer, immer zu ihr zurückkehren. 1000 Küsse. Du spürst, wie die Luft aus deinen Lungen und das Blut aus deinem Kopf gesaugt wird. Alles um dich herum wird dunkel, kleine weiße Punkte erscheinen. Wir haben das Fallbuch verloren. Du spürst, wie dir das Fallbuch aus der Hand rutscht. Nein, nein, festhalten, meldet sich die Ausdauer. Wir versuchen uns festzuhalten. Woran? Da ist nichts. Kim, Detective, ist alles in Ordnung? Wir fallen zur Seite. Okay. Was jetzt? Oh nein! Okay. Da haben wir wohl ein Ende gerade gesehen. Wow. Wow. Ah, aber cool, wie einen das Spiel gewarnt hat, dass man nicht weiterlesen soll, ne? Also erst diese, was war das, die innere Stimme, die Intuition oder was das war? Dann der Wind, der vom Hafen kam, der die Postkarte wegwehen wollte. Dann noch, dass es langsam dunkler wurde. Wir hätten jederzeit stoppen können, aber Gott, bei so einer Karte, da stoppt man noch nicht. Ich bin froh, weitergelesen zu haben. Auch wenn ich natürlich jetzt laden muss. Und wir reisen jetzt gewissermaßen ein bisschen zurück in der Zeit. Wisst ihr was? Ich werde die Probe einfach nochmal machen. Nur, dass wir das Fach geöffnet haben oder auch eben nicht geöffnet haben. Vielleicht spielt die Postkarte ja später noch irgendeine Rolle. Also ich laufe nochmal hier hin und mache nochmal genau dasselbe. Wahrscheinlich klappt es jetzt nicht, wie das immer so ist in solchen Fällen. Aber wir versuchen es mal. Also Mechanik. 58%. Oh, es hat wieder geklappt. Okay, ich würde sagen, wir legen es jetzt logischerweise dann weg, sonst befinden wir uns in einer Zeitschleife. Okay, warte mal, hier steht immer noch Beginn. Das scheint mir irgendwie ein Fehler zu sein. Das ist jetzt ein Bug. Komme ich irgendwie raus aus der Nummer? Das ist noch das Beginn von eben. Ich kann nicht auf Weiter drücken. Hier müsste eigentlich Weiter stehen. Das mache ich jetzt. Okay. Gut. Ich muss hier einen kleinen Schnitt machen. Ich denke, ich muss nochmal direkt richtig rausgehen und neu laden. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Spiel neu starten hat funktioniert. Ich kann hier auf Weiter drücken. Allerdings ist diesmal natürlich die Probe fehlgeschlagen. Das heißt, wir öffnen dieses Fach jetzt hier nicht. Zumindest hatte ich es vor. Du drückst auf das Plastikteil, um es aufzuschieben. Aber es passiert nichts. Dann biegst du es etwas, dann zerbrichst du es. Das verdammte Ding klemmt.
Ja, das Fallbuch zittert in deiner Hand, die Seiten rascheln. Dieser erbärmliche Wust hat plötzlich aus irgendeinem Grund Angst vor dir. Naja, stecken wir es erstmal wieder ein. Wir wissen, also wir als Spieler, wissen ja nun, was da drin ist und was passiert ist. Und was haben wir da gelesen? Das ist schon interessant. Wir sollten dieses Wissen jetzt nicht einfach ignorieren. Ich glaube, das kann man durchaus mit einbeziehen in die Erklärung dessen, was hier passiert ist. Also, er scheint eine Beziehung geführt zu haben, die sehr erfüllt war. Zumindest hatte er eine Frau, die ihn sehr geliebt, geschätzt hat. Und das klang sehr innig, ohne irgendeine Zweifel oder irgendein Zweifel. Insofern ist das schwer vorstellbar, dass sie sich zerstritten haben oder sowas. Also denkbar ist natürlich alles. Aber es klang jetzt nicht so. Also da war zumindest kein Keim eines Konflikts erwähnt. Vielleicht ist das eine alte Postkarte aus lange, lange zurückliegenden Zeiten. Das kann natürlich sein, dass er das deswegen aufbewahrt hat und es mit der Zeit halt eine Entfremdung gegeben hat und die sich getrennt haben. Es kann aber auch sein, das wäre die zweite Möglichkeit, dass irgendein Unglück geschehen ist und dass er deshalb in diese Verzweiflung geraten ist, in der wir ihn am Anfang erlebt haben. Auch das ist möglich. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass wir das noch erfahren werden. Spannend. Na gut, ob ich das nochmal probiere, ob wir Mechanik nochmal steigern, wird sich zeigen. Ich will aber, bevor wir weitermachen, nee, pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir sprechen jetzt mal mit den Typen hier unten. Gucken uns das hier erstmal nochmal an. Beschriftet mit der Abkürzung IHGR. Da war bestimmt irgendwas mit Gewerkschaft dabei, ne? So, Gewerkschaften sind Beschiss, ich habe Schulden. Also das sind die Streikbrecher. Und der Typ hier? Was ist mit dem? Ah, das ist der Anführer der Streikbrecher. Okay. Ihr miesen Schweine, wir haben ein Recht auf Arbeit, brüllt der Mann in Richtung der Hafentore. Seine Stimme ist die lauteste in der Menge und klingt für einen Mann seiner Größe eigenartig kreischend. Was ist hier los? Durchhalten und ruhig bleiben, Leute. Wir haben Bullenbesuch. Der Leitwolf mit den breiten Schultern dreht sich zu dir um. Er überragt alle anderen hier um einen ganzen Kopf. Sind Sie hier, um uns auf den Sack zu gehen? Um den ehrlichen Arbeiter niederzuknüppeln? Warum sollte ich? Wir sind hier, weil wir für ein Ziel kämpfen. Und für gewöhnlich haben Bullen Probleme mit Leuten, die für ein Ziel einstehen. Nein, ich schätze nicht. Gut, wir kämpfen hier nämlich für ein Ziel. Er brüllt in Richtung der Tore. Recht auf Arbeit! Recht auf Arbeit! Außerdem sind wir uns gar nicht so unähnlich. Er beugt sich zu dir vor. Es hilft, wenn die Leute uns reden sehen. Bullen und Streikbrecher in trauter Eintracht. Das zeigt, dass die Behörden auf unserer Seite sind. Baut Vertrauen auf. Das finde ich jetzt allerdings nicht so gut, dass er uns jetzt auf diese Art und Weise gleich instrumentalisiert. Wir fragen erstmal hier nach. Von was für einem Ziel reden wir? Wir reden vom Recht der Leute, vom Recht der Arbeiter auf Erwerbstätigkeit, darauf Geld zu verdienen und ihre Familien zu ernähren. Rhetorik? Seine Worte klingen hölzern. Seinem Tonfall mangelt es an Aussagekraft und Begeisterung. Fast wirkt es so, als reihe er auswendig gelernte Sätze aneinander. Naja, ich glaube nicht, dass ich mich bereits auf eine Seite geschlagen habe. Vielleicht wird es Zeit. Lassen Sie sich von den fetten Schweinen nicht herumschubsen. Bullen neigen dazu, sich auf die Seite der Bessergestellten zu schlagen, aber im Grunde sind sie immer noch Arbeiter. Ich vertraue Bullen nicht, aber ich spüre, sie verstehen das. Plötzlich erhebt er seine Stimme und brüllt: Recht auf Arbeit! Recht auf Arbeit! Wie dem auch sei, ich habe einige Fragen an Sie. Vielleicht sollten Sie die Fragen denen stellen. Sie könnten zum Beispiel mal nachhaken, warum wir hier nicht unseren Lebensunterhalt bestreiten dürfen. Er brüllte in Richtung der Tore. Schämt euch! Wir müssen unsere Familien ernähren, du mieses Stück Scheiße! Er zeigt mit dem Finger auf den Mann, der auf dem Geländer sitzt. Ah, call me Manana. Wir auch Streikbrecher, schreit der herumlungernde Mann zurück. Wer sind diese ganzen Streikbrecher? Ehrliche Männer und Frauen, und sie haben Rechte auf Arbeit.
darauf sich nützlich zu machen, darauf keine Spielbälle unternehmerischer Interessen zu sein. Der Mann fährt sich mit der Hand durch sein stetig grauer werdendes und militärisch geschnittenes Haar. Wir sind hier, um dabei zu helfen, den Hafenbetrieb in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Wenn die Gewerkschaftswichser nicht arbeiten wollen, sollten sie diejenigen reinlassen, die arbeiten wollen. Kim, ich habe eine Frage. Der Lieutenant sieht ihm in die Augen. Warum hören all diese Männer auf Sie? Glauben Sie, dass Sie mir folgen, weil ich groß und laut bin? Nein, Sie folgen den Regeln des Marktes, den Regeln der Wirtschaft. Sie haben nämlich, er beginnt zu brüllen, Jobs, die erledigt werden müssen. Welches Ziel verfolgen Sie hier genau? Uns wurde Arbeit versprochen. Er zeigt auf die Tore. Wir wären da drin und bei der Arbeit, wenn die Bastarde nicht die Tore geschlossen hätten. Und Sie können sich keinen Zugang verschaffen? Das Haupttor ist verriegelt. Es bräuchte schweres Geschütz, um es gewaltsam zu öffnen. Man könnte versuchen, durch das Sekretariat reinzukommen. Er zeigt auf die Treppe, die nach oben führt. Die Tür ist verschlossen. Die Wache blockiert den Weg zum Schaltpult. Und damit meine ich nicht den dürren Mesquin-Penner. Er zeigt auf den Hafenarbeiter, der auf der Treppe herumlungert. Ich meine Schädelvermesser oder wie auch immer er heißt. Na okay, von dem haben wir ja nun schon gehört. Schädelvermesser? Das ist der riesige Semenese, der oben auf dem Torgang steht. Er lässt niemanden vorbei. Das Schaltpult ist direkt hinter ihm. Wie schlimm kann ein Typ schon sein? Sie sehen so aus, als könnten Sie es mit ihm aufnehmen. Schlimm. Er wirft ihr einen wütenden Blick zu. Auf seiner schmalen Brücke hat er einen strategischen Vorteil und trainiert ist er auch. Keine Ahnung, warum die Gewerkschaft so eine Tötungsmaschine da oben postiert, aber mit dem Kerl ist nicht zu spaßen. Und meine Männer sind erschöpft und hungrig. Sie sind Arbeiter, keine Kämpfer. Wieso reden Sie nicht einfach mit den Gewerkschaftlern? Wie zivilisierte Leute, meinen Sie? Er kratzt sich am Kinn. Diese dreckigen Einheimischen wissen nicht mal, was zivilisiert bedeutet. Kim, es wäre besser für die Nachbarschaft, wenn Sie nach Hause gehen, jedenfalls vorerst, wenn Sie sowieso nicht reinkommen. Nein, irgendwann geben Sie auf oder besaufen sich, lassen den Knopf unbewacht. Dann schreiten wir zur Tat. Der Mann kratzt sich am Kiefer. Er ist perfekt geformt, kantig, von leichtem Bartwuchs bedeckt. Ich will auch an den Hafen. Viel Spaß, er schnaubt. Die Gewerkschaftswichse haben den Generalstreik ausgerufen. Ich glaube nicht, dass sie Sie durch die Tore lassen. Wollen Sie mit Ihrem fetten Boss reden? Ich befrage die Leute zu einem Mord, der sich hier ereignet hat, hinter dem Hostel dort. Ich weiß nichts von einem Mord. Seine Antwort ist scharf und knapp. Absolut gar nichts. Diesen Hafenratten traue ich zu. Die würden alles tun, um am Leben zu bleiben. Recht auf Arbeit! Er reckt wieder seine große Faust und wendet sich dann wieder an dich. Es ist eine Schande, dass die Bullen nichts machen. Sie sollten Verstärkung anfordern und die Tore für uns öffnen. Arbeiter an ihrer Erwerbstätigkeit zu hindern, ist ein Verbrechen. Das ist nicht mein Fachgebiet. Kim, wissen Sie, wir ergreifen in dieser Angelegenheit vorerst nicht Partei. Ja, das sehe ich auch so. Schade. Er dreht sich um und brüllt in Richtung der Tore. Lasst uns arbeiten! Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Was ein Streik ist, werden wir nicht fragen. Dann haben wir unten nur diesen komischen Wohnwagen, der irgendwie nochmal ganz interessant aussieht. Da schauen wir mal rein. Gradische Fabrik für Magneten und Mirakel, U49. Ein Lastwagen, der im Stau steht. Für sein fortgeschrittenes Alter ist dieser große, schwere, gerade Wagen gut in Schuss. Wir schauen mal durchs Fenster. Okay, Erfahrung gewonnen, sehr schön. Die Fenster wurden vor kurzem gewaschen und sind sauber. Du siehst die Fahrerkabine eines Lastwagenfahrers mit persönlichem Besitz, Aufklebern, Abzeichen. Ach, das ist vorne so ein Triebwagen oder so. Der zieht hinten. Was für Aufkleber und Abzeichen? Der Fahrer hat seinen Bereich mit einer beachtlichen Sammlung seltsamen Klimbims dekoriert. Bekundungen über Ehre, Stärke und Reinheit prangen an verschiedenen Wandverkleidungen. Am Rückspiegel baumelt ein großer metallener Anhänger. Er stellt eine Sonne dar, gekrönt von gewellten Strahlen.
Okay, ganz offensichtlich irgendwie so eine Art Nazi in dieser Welt. Was ist mit dem Rücksitz? Am hinteren Ende der Fahrerkabine befindet sich eine kleine Schlafnische, große Aschenbecher. Auf den Vorhängen prangen mehrere aufgenähte Sonnen und Räder. Konzeptbildung. Ein abgegriffenes Buch sticht dir ins Auge. Auf dem Buchdeckel ist ein großer, muskulöser Mann abgebildet. Der Titel lautet Der Mann von Tjelmdal in der versunkenen Pygmäenstadt. Okay, auch der Titel klingt entsprechend. Rassistisch-nationalistischer Klimbim, sagt Kim. Er beißt die Zähne zusammen. Nicht ungewöhnlich in diesem Teil der Stadt. Das ist der Typ, den wir suchen. Mit einem Nicken deutet der Lieutenant auf den rassistischen Lastwagenfahrer. Glauben Sie, dass dieser Lastwagen unserem 10 Typen gehört? Wahrscheinlich schon. Dieser Typ ist stolz darauf, wer er ist, dekoriert seinen ganzen Wagen damit. Aber wieso suchen wir ihn denn? Gut, mehr kommen wir hier offensichtlich nicht weiter. Ein paar neue Dinge haben wir erkannt, aber rein kommen wir da nicht. Das wäre ganz nett. Okay, gut. Hier unten gibt es dann, glaube ich, nichts mehr zu holen. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal hoch. Oh, wir haben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte. Bleibt mal da. Hier runter. Wir hatten hier eine Wahrnehmung. Müssen wir noch mal an die Stelle kommen? Da. Der Industriehafen von Groß Riverschol. Na, alles klar. So weit waren wir eigentlich auch schon. So, und hier oben scheint jetzt dieses Sekretariat zu sein. Was haben wir hier erstmal? Auf einem Schildchen steht im Streikfall Knopf hinter Wache drücken. Okay, das ist der ominöse Knopf, um den es hier immer geht. Und dann haben wir diese Tür, eine hermetisch verschlossene Tür. Sie ist elektronisch verriegelt. Diese Tür lässt sich weder knacken noch eintreten. Ja. Gut. Also ich will mich jetzt hier nicht mit Schädelmesse anlegen, aber sprechen können wir schon mal mit den Leuten hier. Hier stehen auch noch irgendwelche Ladies in der Gegend rum. Aber mit denen können wir nicht reden. Schädelmesser ist ein mächtiger Mann. Das ist wohl der Knopf, oder? Naja, dann quatschen wir ihn mal an. Mal schauen. Schädelmesser. Ihr Körper kündet von ihrer Degeneriertheit. Okay, so ein Typ ist das. Oh, und er hat ein Püppchen am Start. Ja, Schädelmesser, sein Körper kündet ganz deutlich von seiner Degeneriertheit, stimmt die junge Frau an der Seite des Riesen zu. Mein Körper spielt keine Rolle. Ich bin bei der Polizei und wir müssen in den Hafen gelangen. Genau dieser Unachtsamkeit haben Sie es zu verdanken, dass Sie Al Gull verfallen sind. Was? Er verzieht angewidert das Gesicht, als rieche er eine tote Ratte. Sie stinken danach. Aus ihrer Kehle ragt ein unsichtbares Schwert aus Al-Ghul oder so. Sie können es nicht sehen, andere aber sehr wohl. Es widert das Weib an meiner Seite an. Hä? Du lässt dir deinen Atem in die Nase steigen. Kim, ist es wirklich so schlimm? Gut riecht es nicht. Ach so, er meint Alkohol. Ach so. Es riecht, als ob eine Ratte in deinen Magen gekrochen und nach einem Saufgelage daran ertrunken wäre. Ich habe kein Problem mit Algul. Ich trinke nur am Wochenende ein bisschen. Ihr Mund bewegt sich, aber der Einzige, der spricht, ist Algul. Sie sind nur noch ein Gefäß des Ghuls. Von ihnen selbst ist kaum noch etwas übrig. Gott, wie ist der denn drauf? Die okzidentale Haplogruppe B4 gibt hier keine Befehle mehr. Der Einfluss des Schinken-Sandwich-Volkes schwindet. Rhetorik. Erinnert dich das an irgendwen? An den Typen da unten? Der Rassenkram spielt hier keine Rolle. Bitte helfen Sie mir einfach nur, meine Arbeit zu erledigen.
Er bettelt um Hilfe und versucht, Angst ins Gewand der Zusammenarbeit zu kleiden. Wie tief ist die okzidentale Haplogruppe nur gefallen? Er verharrte in melancholischem Nachsinnen. Einst war ihr Volk edel und mächtig. Ihrem Volk verdankt die Welt Eugenik, Elektrizität und mächtige Kriegswaffen wie Raketen und Luftschiffe. Es hat auf den Gebieten der Metallurgie, Rassentheorie und Staatskunst Großes vollbracht. Es hat über niedere Kulturen wie die abscheulichen Chimäer und die kartoffelbesessenen Koikos geherrscht. Aber nun ist sein Aufstieg zum genetischen Gipfel zum Stillstand gekommen. Ihr Volk ist besessen von Traurigkeit und frivoler Popkultur. Sie und ihre Volksgenossen werden verdrängt. Stimmt's, Püppchen? Natürlich, stimmt es, Schätzchen. Das weißt du doch. Okay, Mechanik. Direkt hinter ihm befindet sich ein Knopf. So nah und doch so fern. Es muss der Knopf sein, der die Tür zum Hafen öffnet. Suggestion. Dieser Mann gibt nicht nach. Hoffen wir, dass seine Vorgesetzten im Hafen kooperativer sind. Okay, also ich denke, wir werden es hier nicht auf einen Konflikt anlegen lassen, weil wir haben noch die andere Option. Ihre Leute haben die Leiche dort aufgehängt, also sollten Ihre Leute mir dabei helfen, sie aus dem Baum zu entfernen. Schluss mit der Bettelei. Sie sollten würdig von der Bühne der Geschichte abtreten, indem Sie die anderen Rassen zu einem großen Weltkrieg bitten. Führen Sie Ihre Truppen auf die Seemeninen und auf die Boogie Street, dann löschen wir Ihr Volk aus. Anschließend errichten wir zum Andenken ein Museum. Al-Ghul-Flaschen werden die Mauern säumen. Schließlich liebt ihr Volk dieses Getränk. In seinem Inneren werden wir die von ihm als Kunst bezeichneten Oden an die Homosexualität verwahren und ihre kleinen Schädel. Okay, das ist erinnert ziemlich erschreckend an, naja, diese neuen autoritären Bewegungen in einigen Staaten. Ja. Vielleicht gibt es eine friedliche Lösung. Du könntest Schädelmessers Rassentheorie verinnerlichen. Dann würde er dich als seinen Gesinnungsgenossen wahrnehmen. Nee, Leute, wir haben noch den Hintereingang, würde ich sagen. Müsste ich da nicht selbst ein semenesischer Rassist werden? Ja, schon. Warum? Willst du kein semenesischer Rassist sein? Was spielt es für eine Rolle, dass du kein Semenese bist? Du kannst nicht alles sein. Okay, die Tätowierungen sind natürlich interessant, weil die was mit der Leiche zu tun haben. Okay, wir könnten uns seiner Theorie anschließen. Wir könnten ihm einen Schlag verpassen. Wir fragen aber erstmal, was sollen ihre Tätowierungen bedeuten? Im Allgemeinen sind Rassisten keine sonderlich vorbildlichen Repräsentanten ihrer Rasse. Er zeigt auf den Lastwagenfahrer, der unten auf der Straße steht. Du hörst, wie er eine Frau anbrüllt, die in den Fritte in der Nähe geht. Willkommen in Riverscholl! Anscheinend hält er Rothaarige für Zuwanderer. Ich bin nicht so wie Sie. Ich bin die fleischgewordene kraniometrische Perfektion. Ich habe keine Mühen gescheut und mir ein phrenologisches Raster auf meinen Schädel und meine Gesichtszüge tätowieren lassen. Das sollte jeden Zweifel ausräumen. Okay. Die in die Haut eingebrachten Linien sind präzise und scheinen ihren pseudowissenschaftlichen Ambitionen zugerecht zu werden. Allerdings scheint sein phylogenetischer Stammbaum nicht völlig frei von Atavismen zu sein. Sein großer Kiefer zum Beispiel könnte auf eine kriminelle Disposition hindeuten. Auch seine Ohrläppchen könnten kleiner sein. Oh Gott, wollen wir ihn jetzt damit provozieren? Sind Sie sicher? Also dieser Kiefer ist eindeutig ein atavistisches Stigma. Dieses atavistische Stigma lässt meine Muschi ganz feucht werden, sagt das Pöppchen. Danke, Pöppchen. Die Tätowierungen auf seinem steinernen Gesicht verziehen sich kurz zu einem Lächeln. Aber ich schaffe das alleine. Okay, zeigen wir mal die Tasse. Wissen Sie irgendwas über diese Tasse? Er würdigt den Gegenstand kaum eines Blickes. Mögen Sie so etwas? Behelligen Sie mich nicht mit Ihrer erbärmlichen Tasse. Sie interessiert mich nicht. Er hatte nichts damit zu tun, sagt die Schauspielkunst. Ist ja nicht ganz unwichtig, ne? Weil das könnte ja der Täter gewesen sein oder einer der Täter.
Ja, sie dienen der Gewerkschaft, oder? Sind die Gewerkschaftler nicht weiß? Seien Sie nicht so ordinär. Ob jemand weiß ist oder nicht, hat wenig mit dieser Sache zu tun. Das Rassenenigma ist deutlich tiefgründiger. Sein Blick wandert zum Hafen, anscheinend langweilst du ihn. Ja, aber trotzdem dienen Sie der Gewerkschaft. Ja, wie vereinbaren Sie das mit Ihrer Weltanschauung? Herr Clair ist ein Mann mit Visionen und den Mitteln, sie umzusetzen. Er ist gewillt, die Konfrontation mit dem polykulturellen Kapital zu suchen, was Ihre Kommunisten naiv hinsichtlich des rassischen Elements nie getan haben. Wieso unsere Kommunisten? Okay. Ich möchte mich eigentlich mit ihm gar nicht so sehr politisch festlegen, ehrlich gesagt. Aber am ehesten, okay, wenn wir jetzt Individualismus sagen, am ehesten ist er einfach so ein krasser Individualist. Nein, man weiß es nicht. Ich entziehe mich dem jetzt hier. Weil ich meinte, wenn wir Individualismus sagen, das ist ja genau das, was er hasst. Kommunismus kann er wahrscheinlich noch was mit anfangen, weil es so einen kollektivistischen Ansatz hat. Aber nach ihm hat das ja versagt in der Logik. Genug davon. Er blickt regungslos zum Hafen. Seine Gesichtstätowierungen erinnern an ein steinernes Netz. Okay, alles klar. Wir kommen aus der Nummer erstmal nicht raus. Das war absehbar. Wir beenden dieses Gespräch. Wir müssen immer noch in den Hafen gelangen. Ich weiß, Kim. Schließlich brauchen wir Hilfe bei der Baumgeschichte. Es muss einen anderen Weg geben. Sein Blick wandert über das Dach des Whirling zum Hof. Ja, Kim, ich kann mich noch erinnern, dass wir dort lang können. Okay. Liebe Leute, ich schaue mal kurz hier in den Hofbereich rein. Viel sehen wir nicht. Dahin ist auch noch eine Klappe. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Alles klar. Also, hier werden wir im Moment nicht weiterkommen. Hier haben wir aber auch alles erkundet. Das heißt, es geht erstmal zurück in Richtung, naja, ich sag mal in Richtung Stadt. Aber wir müssen, glaube ich, auch noch mit Kuno mal sprechen, weil der hat uns, glaube ich, nicht ganz die Wahrheit gesagt, was diese Rüstung betrifft. Aber dazu später mehr. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinwall.